Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Train Simulator 3 hier auf meinem Kanal. Wir sind jetzt heute beschäftigt mit Nahverkehr in Karlsruhe, Offenburg, Freiburg und Basel. Und ich sehe hier gerade, dass ich Offenburg hätte noch ein bisschen weiter nach unten setzen können. Aber wir werden nachher von Offenburg noch eine kleine Abzweiglinie rüber nach Straßburg bauen. Und zwar wird das Ganze hier in dieser Ecke hier geschehen und dann fahren wir hier rüber. Da geht ja in Wirklichkeit auch der ganze Fernverkehr geht ja hier rüber, kurz vor Offenburg rüber in Appenweier und fährt dann nach Straßburg und der Nahverkehr von Offenburg geht dann auch hier nach Straßburg. Hier wäre dann irgendwo noch Kehl. Da würde ich aber vielleicht mal denken, dass ich die eine oder andere Stadt vielleicht als Stadtteil von den einzelnen Städten dann so ein bisschen definiere, indem ich dort kleine Bahnhöfe hinsetze. Aber heute soll es um Nahverkehr gehen. Den brauchen wir dringend, damit wir alle Fahrgäste dann auch wirklich auf die Schiene bringen. Und in Karlsruhe geht's los. Ich habe ja gesagt, dass wir ein bisschen darauf achten, dass wir tatsächlich die Nahverkehrsmittel benutzen, die dort auch später eine Rolle spielen. Beziehungsweise in Hamburg müssen wir später wieder zurückbauen, weil wir dort aktuell ja keine Straßenbahn mehr haben. Aber das soll jetzt erstmal noch nicht so wichtig sein. Ich würde sagen, wir legen hier erstmal los mit dem Straßenbahndepot in Karlsruhe. Muss man nachher gucken. Ich weiß gar nicht, wie groß die Städte überhaupt werden können und ob man das im Nachhinein noch ändern kann, dass die Städte vielleicht nochmal ein bisschen größer werden im späteren Spielverlauf. Auf jeden Fall können wir hier schon mal sehr gut ein Straßenbahndepot hinsetzen. Und dann müssen wir unsere Linie planen. Aber das ist hier nicht sehr schwer. Ich würde sagen, Straße, Bauerstab. Und dann wollen wir hier ein bisschen... Warte, ich muss gerade mal gucken, haben wir jetzt überhaupt schon elektrische? Ah, jetzt habe ich hier das Ding mit Oberleitung gebaut. Naja, egal. So wild. Gut, also... Zauberstab, wir wollen Tramgleise, ja. Das Ganze aber nicht elektrisch. Und dann. Nein. Nee. So wollen wir es haben. Bloß nichts kaputt machen beim Straßenbahnbau. Kleinere Straße nehmen. Immer so ein bisschen drauf achten, oder allgemein an euch auch der Tipp, ein bisschen drauf achten, dass ihr die richtigen Straßentypen ausgewählt habt. Nicht, dass ihr euch aus Versehen hier die halbe Stadt löscht, weil ihr irgendwo Straßenbahngleise hinbaut. Immer ein bisschen schwierig. So, jetzt muss ich überlegen, ob wir die Straßenbahn auch irgendwo wenden lassen. Machen wir doch hier hinten einfach auch nochmal eine kleine Station hin. Da bauen wir eine Wendeschleife. Das Ganze möglichst klein mit Tram. Tram. Ah, jetzt haben wir hier zwei Stationen. Ich will aber nur eine haben. Kein zweites Terminal noch. Und hier einfach nur am wenden lassen. Alte Straßen wollen wir natürlich haben. So, und dann geht das los hier. Also, wir kaufen wie immer erstmal 5 Fahrzeuge. Dann bekommst du eine neue Linie. Ist dann als Uhr 1. Dann geht das los. Wir beginnen dann. Ah, ich muss erstmal die Station noch bauen, ne? Habe ich noch gar nicht gemacht. Also ein A. Gegenüber vom Bahnhof. Oben hin. Hier an diese Kreuzung. Wollte eigentlich passen. Ja, das passt doch erstmal. Haben wir erstmal die ganze Stadt abgedeckt hier. Oh, guck mal hier oben. Nochmal genauer hingucken. Da müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir hier oben dann nachher auch nochmal eine Buslinie loskriegen. So, das Ganze geht auf Karlsruhe 1.
Und dann ja, aber die ja auch noch umbauen. Ja, das hätte ich natürlich vorher machen können. Können wir hier immer noch machen. Wir gehen mal auf Tram. Karlsruhe 1. Spalten. Station. Und dann fangen wir hier an. Dann habe ich jetzt eigentlich den verkehrten ausgewählt. Bahnhof aus. So, jetzt haben wir das Kastanienweg. Da müssen wir nachher auch nochmal umbenennen. Und dann fahrt ihr hier hinten rein. Und dann geht es hier wieder zurück. So, dann fahren die Dinger in beide Richtungen. Dann wollen wir uns gleich noch die Taktung angucken. Wollen wir natürlich auch entsprechend anpassen. Jetzt muss ich nochmal in die Tram-Taktung reingucken. Haben wir auch gesagt, ne, unter 60 Sekunden wollen wir da Taktung haben. Das heißt, wir verdoppeln erstmal Fahrzeuge. Haben wir 60. Haben wir 60 und... Einen, dann sind wir auf 57. So. Dann haben wir Karlsruhe mit dem Nahverkehr angebunden. Dann geht es nach Offenburg. Dort wird Busverkehr stattfinden. Brauchen wir eigentlich nur eine Durchmesserlinie machen. Da bauen wir hier hinten. Ohne Tramgleis. Mit nur einer Plattform. Welcher Seite ist eigentlich egal. Sehr bescheiden aus. Ich mal hier wenden lassen. Ja, das sieht gut aus. Also auf jeden Fall so bauen, dass die Stadt sich noch weiterentwickeln kann. Bei Terraforming müssen wir nachher eh noch ganz, ganz viel betreiben. So, dann geht das los hier. Also, wir fahren hier. Wir fahren hier einmal eine Schleife. So, dann geht das hier lang. Da lang. Bauen wir hier noch eine Station. Da kommt auch noch eine vor dem Bahnhof. Dann hier noch an die Kreuzung. Weil das eigentlich Quatsch ist, weil wir da schon eine Station da oben haben. Aber das ist egal, machen wir es doch einfach mal so. Und dann brauchen wir hier ein Straßenbüro. Dass wir das irgendwo fachgerecht hingebaut kriegen. Dann fangen wir da auch wieder direkt mit 5 Fahrzeugen erstmal an. Hier. Offenburg 101. Richtig, hoffentlich. Genau. Hier. Nee, nicht neue Linien. Mach mal weg hier. Ah, jetzt. Guck. So, Haltestelle hinzufügen. 1. So, und das sollte soweit passen. Dann die Taktung.
Aber wir haben 114 Sekunden. Das heißt, wir verdoppeln das mal. Dann sind wir auf 57. Passt perfekt. So, auf nach Freiburg. Freiburg im Breisgau. Dort gibt es natürlich dann auch eine Straßenbahn. Muss man nachher im späteren Spielverlauf auch noch überlegen, welche Flughäfen wir dann auch später mal bauen wollen. Also wir haben ja in Freiburg zum Beispiel auch einen kleinen Sportflughafen direkt am Stadion. Das weiß ich, weil da in der Nähe auch der Güterbahnhof ist. Und wir steigen ja quasi am Flugplatz aus. Da oben ist der Bahnhof. Da wollen wir die Straßenbahn hinhaben. Und dann würde ich die Straßenbahn am besten hin und her fahren lassen. Das heißt, wir bauen hier selber nochmal eine Wendeschleife. Mal umdrehen. Können wir hier die zweite Wende schieben. So, dann nehmen wir das Straßentool. Wieder darauf achten, dass wir nichts kaputt machen. Also, wenn ihr meint, es gibt solche Straßenbahnkreuzungen hier nicht, wie ich sie jetzt hier gebaut habe, es gibt die tatsächlich, und zwar sogar bei uns in Ludwigshafen, aber dieser Bahnübergang hier, der ist jetzt immer sowas von verhunzt. Da müssen wir noch ein bisschen umbauen. Dazu muss ich aber mal die Pause machen. Das geht so nicht. Schon besser. Die andere Seite auch nochmal kontrollieren. Der ist mir egal. Aber der sieht gut aus. Okay, wunderbar. Also es gibt solche Straßenbahnübergänge tatsächlich. Haben wir sogar bei uns in Ludwigshafen. Da fährt zwar nur eine Industriebahn drüber, aber es gibt das tatsächlich. So, die Haltestellen. So, wir starten hier unten. Halten dann mal hier im Industriegebiet. Die Kreuzung, die sparen wir uns auf. Halten wir hier. Okay, hier ist ein bisschen eng. Der Straße, die wir dann neben haben. Und da. Hier nochmal einen Halt machen. Kreuzung. Dann können wir in die Wendeschleife fahren. Mehr brauchen wir eigentlich. Jetzt haben wir hier natürlich den großen Vorteil, dass wir hier schon einen sehr schönen Anschluss haben für unser Tram-Depot. Wenn es dahin passt. Aber das sieht auch sehr gut aus. Im Industriegebiet, da passt das sogar ganz gut hin. Ich will hier aber gerade nochmal der Stadt ein bisschen vorgreifen.
Na, und dann legen wir los. Also, Fahrzeuge. Erstmal wieder 5 Stück. Eine neue Linie. Und dann brauchen wir nur noch die Taktung. So, aktuell 3 Minuten. 81 Sekunden. Nehmen wir mal 2 raus. 62, also noch eine fehlt. Und dann sind wir bei 58. So, haben wir Freiburg auch erledigt. Basel hat auch eine Straßenbahn tatsächlich. Das wird jetzt auch sehr interessant hier mit der Straßenbahn. Aber ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht so viele Gedanken machen. Guck mal, wir haben hier schon einen sehr schönen Ring, den wir befahren können durch die Straße, die wir hier gebaut hatten in der letzten Folge. Aber wir können auch gerade nochmal hier nach Hamburg immer noch 6 Minuten an die Taktung immer noch auf 6 Minuten sein. Das ist nicht möglich. Der Laufweg von der Eisenbahn ist länger jetzt. Nun gut, wenn er das sagt, dann ist das so. Also, wir müssen gucken. Wir hier loslegen. Ich würde sagen, dass wir hier vielleicht sogar diesmal... direkt mal hier eine große Station hinbauen. Können wir dort die Züge wenden lassen. Dann brauchen wir hier auch noch ein Tramdepot. Machen wir direkt mal daneben. Dann wollen wir die Straße hier auch ausstatten. So. Also, hier haben wir kleine Straßen gebaut. Größere. Reicht das, wenn wir hier mitten durch die Stadt fahren? Nee, wir müssen nur hoch. Da kommen wir nicht drum rum. Kriegen wir das Gebiet hier oben nicht angeschlossen. Wenn nicht, müssen wir hier vielleicht direkt mal zum Start auch eine Buslinie mitnehmen. Aktuell sind es ja noch Kutschen. Da schauen wir mal, ob wir das hinkriegen hier. Eine Abdeckung. So, also hier haben wir den Bahnhof. Dann kriegen wir hier eine Abdeckung hin. Oh ja, guck mal, da oben alles mit angeschlossen. Da müssen wir aber, glaube auf relativ kurzer Distanz dann aber auch schon die erste Buslinie hier auf die Schiene schicken. Auf die Schiene, auf die Straße herum. Oh, wir haben ja die Dampftram, ne? 70. Oh, wir sind tatsächlich im Jahre 70 angekommen. Das ist ja witzig. Sogar 6 km/h schneller. Ja, Wahnsinn. Da müssen wir da mal vielleicht gucken, dass wir jetzt alles auf Dampftram nochmal umbauen in dieser Folge. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Das heißt, wir können uns dort schön Zeit lassen. Basel 1. Vielleicht sollte ich mir für die einzelnen Städte, für den Nahverkehr, bestimmte Farben für die Buslinien immer raussuchen. Also, dass ich weiß, okay, Tram 1 ist immer rot, Tram 2 ist immer grün, dass ich da nicht immer groß suchen brauche. Aber das müssen wir vielleicht nochmal gucken, wie wir das hinkriegen. Also, ich würde sagen, es geht erstmal los. Wir fahren erstmal hin. Dann geht's wieder zurück.
Also gut. Dann kann das jetzt ja hier richtig losgehen. Dann werden wir jetzt die ganzen Tramlinien hier einmal verändern, dass wir überall Dampftram haben, beziehungsweise ich muss die Basenlinie hier einen vernünftigen Takt bekommen. Ja, würde ich erst doppeln. Mal gucken. Gut. Dann legen wir los. Frankfurt am Main. Wo sind denn die beiden Tramlinien hier? Berlin. Die 15. Was hat die denn rum? Ach, das ist die Mannheimer Linie. Okay. Am 1. So, dann geht das los hier. Berlin. Fahrzeuge verwalten. Das wird jetzt teuer. Weil wir alle Linien einmal ändern wollen. Geht auch die Taktung natürlich entsprechend nach unten. Natürlich auch hier gerade die Linien, die ich gerade erst in Betrieb genommen habe. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber so langsam geht das halt los, dass die Fahrzeuge in der dichteren Folge kommen. Weil dann ja auch mehr Fahrzeuge zur Auswahl stehen. Drei Linien. Linie Karlsruhe. Aber die Dampftram ist schon sinnvoller. Jetzt haben wir wahrscheinlich die eine oder andere Linie, wo die Taktung unter 40 gesunken ist. Nee, guck mal, wir haben hier sogar in Karlsruhe, da fehlt noch ein Fahrzeug tatsächlich. Wir müssen noch mal eins losschicken. Mal das Fenster auf. Noch zwei losschicken. So, jetzt nochmal die Eisenbahn uns nochmal angucken, weil irgendwie ist mir das nicht glaubwürdig genug. Hier haben wir eine Linie mit 9 Minuten Taktung, aber da sind auch noch alte Fahrzeuge unterwegs, die können wir vielleicht mal austauschen. Das heißt, wir gehen hier mal drauf. Fahrzeuge verwalten. Dann wollen wir die alle mal ersetzen. Setzen wir da die Württembergische ein. Preußische. Ja, warte, die können fahren, die Wagen. Eigentlich reicht es, wenn wir die Preußische nehmen hier. Württembergische. Weil von der Geschwindigkeit her ist es egal. Die Fahrzeuge, die können ja gar nicht schneller fahren. Dann ist die 75 erschienen auch gar nicht so alt. Dann nehmen wir die bayerischen Personenwagen. Das ist 6. Jawohl. Taktung aber immer noch, ne? 2 Minuten. Ja, ich weiß. Fahrzeug nochmal verwalten. Nochmal die ein oder andere Eisenbahn losschicken. Haben wir 7 Minuten. Dann nochmal ins Fenster rein, ja? 7, 5, 5, 8. Hamburg-Berlin. Auf 8 Minuten. Fahrzeug los. Auf 6 Minuten. Dann haben wir 7, 5, 5, 6, 6. Das passt soweit. So. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Wir müssen die Linien in der nächsten Folge mal ein bisschen besser organisieren. Hier, das ist die Linie, die nach Hamburg die ganzen Güter bringt. Die haben wir so ein bisschen durcheinander gemixt. Und nach Hamburg wollten wir eh nochmal gucken, ob dort auch wirklich jetzt alle Güter ankommen, die Hamburg dann wirklich braucht. Hier Frankfurt ist auch schon bedarfsmächtig unterwegs hier.
Aber Hamburg ist momentan so ein bisschen die größte Stadt, die wir auf der Karte haben. Wenn wir mal hier auf die Städtestatistik gucken, auf die Größe 538 und es kommen alle Waren an. Okay, also hier oben müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir demnächst entschlacken. Das Ganze. Dass wir hier nicht mehr ganz so viele Züge unterwegs haben. Jetzt, weil aktuell ist hier oben die Hölle los. Also wir können ja, haben ja hier oben auch den Layer. Dort mal gucken. Was ist da eigentlich? Okay, das würde ich eigentlich nicht ändern können. Aber Verkehr sieht hier eigentlich ganz gut aus, oder? Wir wollen ja eigentlich nach Schienenverkehr gucken, ne? Haben wir eine überlastete Station? Kann ich jetzt den Schienenverkehr hier gucken? Stationen? Güter? Hier gar nicht die Auto, ne? Von der Eisenbahn. Nur vom Straßenverkehr. Ich meine eigentlich, es gab ein Layer, wo wir das auch für den Schienenverkehr nachgucken können. Oder habe ich mich wohl geirrt? Also die Stationen sehen im Allgemeinen alle erstmal ganz gut aus. Hier unten ist ein bisschen überlastet. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir hier vielleicht in der nächsten Folge auch nochmal ein bisschen was hinkriegen. Aber es sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Auf jeden Fall haben wir unsere erste Linie jetzt mal angeschlossen. Jetzt können wir natürlich gucken, weil wir ja in Hamburg sind, dass wir von Hamburg nach München kommen und dann auch von Berlin nach München, weil die beiden Linien, die treffen sich im späteren Fahrtverlauf. Da werde ich jetzt aber nochmal genauer nachgoogeln, dass ich dann auch wirklich baue. Natürlich gucken, wie ich hier ein vernünftiges Thumbnail hinbekomme. Dann hier noch. So. Und dann wird das hier unser Thumbnail. Wunderbar. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Daumchen nach oben da. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Abonniert den Kanal. Und für alle von euch, die Lust haben, auch gerne auf den Discord kommen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dort habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die Mods vorzuschlagen, die ich im späteren Spielverlauf noch mit reinnehmen soll. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch über die Kommentarfunktion machen. Dann werde ich das da auch berücksichtigen. Besser ist aber natürlich über den Discord. In dem Sinne, euch jetzt noch einen schönen Tag und von mir natürlich wie immer. Klickt es reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.